Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zur 62. Let's Play Nintendo 60 Vorfolge. Und ihr seht es hier schon an einem kurzen Intro, wir spielen Formel 1 World Grand Prix, ebenfalls von Ubisoft veröffentlicht und ist im Endeffekt das dritte F1 Spiel mittlerweile in Folge nach F1 Pole Position 64 und F1 Racing Championship. Das ist schon eine andere Geschichte. Dieses Spiel hat schon weitaus mehr Budget als die anderen beiden und das sieht man auch gleich an der ganzen Aufstellung, an den Menüs, an dem Spiel an sich, aber der Reihe nach. So. F1 World Grand Prix ist eines der populärsten Formel 1 Rennspiele auf dem Nintendo 64. Außerdem ist es ja auch damals noch, glaube ich, auf der Dreamcast geportet worden. Zumindest der zweite Teil. Ob Teil 1 auch auf der Dreamcast zu sehen war, weiß ich jetzt gerade nicht. So, wir können hier im Hauptmenü ein paar Szenarien wählen. Wir können ein Schaurennen fahren, ein Grand Prix starten, ein Szenario spielen, Zeit fahren oder auch gegeneinander fahren, was aber gerade nicht möglich ist, weil ich nur einen Controller am System angeschlossen habe. Da ich für Grand Prix definitiv zu schlecht bin, fahre ich einfach mal ein Schaurennen und zeige euch so ein bisschen, was denn alles in dem Spiel steckt. Wir können hier uns einen Fahrer aussuchen. Bis dato bin ich immer mit Michael Schumacher gefahren, das werde ich nachher wahrscheinlich auch machen. Ich zeige euch aber einfach mal, wer alles hier als Fahrer drin steckt. Ja, mir sagen die Fahrer bis auf jetzt vielleicht Mika Häkkinen alle nichts oder Michael Schumacher. Ralf Schumacher, gut, den kenne ich auch. Aber ansonsten bin ich der absolute Formel 1 Noob und kann euch jetzt zu den Fahrern, die hier sind, auch nicht wirklich viel zu sagen. Da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, wenn ihr auch Formel 1 guckt und das Spiel damals eventuell auch gezockt habt. So, wo ist denn wieder Schumi? TV-Kameramann. Alles klar. TV-Modus. Was auch immer das zu bedeuten hat. Wir werden mal wieder auf Michael Schumacher gehen. Ne, hatte ich ja vorhin auch schon. In den anderen beiden Formel 1 Spielen. Und dann denke ich mir, ist nicht so weit. Okay, was fahren wir für eine Strecke? Melbourne. Ja, komm, ist gut. Und dann denke ich mal, starten wir das Rennen und sehen uns mal an, was das Spiel so grafisch und spielerisch zu bieten hat. Schön ist, dass wir hier so ein kleines Intro von der Strecke bekommen. Hatten die anderen beiden Formel 1 Spiele bis dato auch nicht. Ja. Sieht gut aus. Aber ich will ins Spiel. So. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Was auch immer ich hier machen muss, keine Ahnung, drücke Start. Okay, habe ich gemacht. Und wir sind im Spiel. Was bei diesem Spiel auffällt, wie ich finde, ist diese ganze, ist das Hub. Ne? Ihr seht ja auf der rechten Seite extrem viele Einstellungen. Und das nimmt so ein bisschen die Sicht auf das Spielgeschehen. Fand ich damals immer schon so ein bisschen komisch. Und finde es heute auch noch komisch. Man gewöhnt sich zwar beim Spielen dran, aber ich finde, das hätten die besser machen können. Vielleicht, dass man es auch per Knopfdruck einblenden kann. Weil das geht hier, glaube ich, soweit nicht. Ich kann mit C oben die Kameraperspektive wechseln. Bin jetzt extrem zurückgefallen, wieso auch immer. Das Spiel sieht schon recht gut aus, wie ich finde. Hoppala, aber es muss auch gelernt sein. Dadurch, dass das wieder so mehr in Richtung Simulation geht, das Ganze, bin ich jetzt gerade auch, glaube ich, Letzter oder so, keine Ahnung. Ne, Letzter bin ich nicht, aber wirklich weit vorne bin ich auch nicht. So, ich gehe mal wieder aus der Cockpit-Ansicht raus. Ich mag übrigens keine Cockpit-Ansichten in Rennspielen. Ich weiß auch nicht, die schränken meine Sicht so sehr ein. So, ja. Ist, wie gesagt, von Ubisoft damals erschienen. Ich kann euch jetzt aber gerade nicht sagen, wer es entwickelt hat. Dafür habe ich mich mit den Formel 1-Spielen eigentlich immer viel zu wenig beschäftigt. Und daher juckt es mich so eigentlich auch gar nicht. Ich zeige euch das Ganze ja auch nur, weil es einfach zur PAL-Bibliothek gehört und das ja auch der Sinn hinter meiner Let's Play Nintendo 64-Reihe ist. Und ich bin hier gerade übelst rausgeflogen. Und ich weiß nicht, also ich fand rein spielerisch fand ich eigentlich F1 Racing Championship sogar was schneller. Das hier ist irgendwie so, es kommt mir so holprig vor, findet ihr nicht? Vielleicht liegt es einfach an dieser, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Physik-Engine oder so, die die Entwickler da reinbauen wollten. Aber
So Bombe finde ich jetzt das Spielgeschehen nicht. Ich finde, das Spiel sieht gut aus. Da dreht sich gerade einer. So, den habe ich gekonnt überholt, obwohl ich gedacht habe, ich kollidiere. Aber ist zum Glück nicht passiert. Ja. Schleichwerbung überall, hier Shell zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das Spiel hat sogar Fahrerhilfen, weil ich so das Gefühl habe, dass mein Wagen vor Kurven selbstständig bremst. So, grafisch ist es ganz nett, wie gesagt. Fahrzeuge sehen gut aus, Strecken sehen okay aus, Streckenbegrenzung und Streckendetails sind ja erstmal ziemliche Grütze. Aber das ist bei den Nintendo 64 Spielen leider oftmals so gewesen damals, dass man sich eher auf die Fahrzeuge und auf die Strecken an sich konzentriert hat, als dann auf die Streckenbegrenzung oder auf die Streckendetails oder sowas oder die Umgebungen. Wobei, wie gesagt, ich F1 World Grand Prix jetzt gar nicht mal so schlecht finde im Gesamtpaket. Was mich halt einfach extrem tierisch nervt, sind diese Hub-Anzeigen rechts. Und überhaupt diese ganzen Einblendungen unten. Wer ist 11., wer ist 10. Ich weiß, dass ich Michael Schumacher fahre, dann muss ich nicht die ganze Zeit unten im Bild stehen haben. So, aber hier gerade bin ich ins Stolpern gekommen. Wer von euch hat das Spiel damals gezockt? Würde mich mal interessieren, gibt es Formel 1 und Nintendo 64 Fans da draußen, die damals damit sich ihre Freizeit vertrieben haben? Ich definitiv nicht. Ich habe es mir, wie gesagt, erst ganz, ganz spät für die Sammlung gekauft. So, 2 Runden noch zu fahren. Ich sehe die anderen, doch sehe ich da hinten irgendwo. Ich habe also ein bisschen Abstand gewinnen können, aber wahrscheinlich auch zu Vordermann. Im negativen Sinne. Doch, da sind auch die anderen, die vor mir fahren. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie ein Überholen zu bekomme. Und auch hier gibt es keine Musik in den Rennen. Ist euch das aufgefallen? Das ist jetzt schon das dritte Formel 1 Spiel in Folge, was ich euch zeige. Ne? Hier Folge 61, Folge 60 und jetzt Folge 62, wo es keine Musik gibt in einem Formel 1 Spiel. Finde ich sehr, sehr, sehr seltsam. Ob man das in den Optionen zuschalten kann, da habe ich jetzt natürlich nicht geschaut. Aber es fällt schon auf, dass es in den Grundeinstellungen nicht drin ist. Okay. Aber rein spielerisch ist es im Endeffekt genau das gleiche wie die anderen beiden Formel 1 Spiele auch. Im Kreis fahren und gucken, dass man so weit wie möglich vorne landet. Nix für mich. Ich kann mit der Formel 1 Lizenz eh nichts anfangen. Da spiele ich lieber arkadige Rennspiele à la Rush 2 oder Roadster's Trophy oder Cruisenteile oder so. Da habe ich weitaus mehr Spaß mit als mit Formel 1. So, ich glaube, das Rennen versuche ich noch zu meistern irgendwie. Und dann soll es auch schon gewesen sein mit dieser Let's Play Nintendo 64 Folge, weil zu lang und zu langweilig will ich das dann doch nicht machen. Ich denke, ihr habt das gesehen, was ihr sehen wolltet. Reines Spielgeschehen. Mit meinem persönlichen Senf dazu und den Rest schenken wir uns, glaube ich, auch. So, das müsste die vorletzte Runde gewesen sein. Und jetzt noch eine Runde. Mal gucken, ob ich meine Position halten kann, aber ich glaube eher nicht. Da sind die Hintermänner ja mir schon dicht auf den Fersen. Ja, mal gucken. 11. ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Aber ich glaube, 21 Fahrer fahren mit und 11. ist so gerade mal die gute Mitte. Und das für einen Formel 1 Noob wie mich, der auch dieses Spiel vielleicht mal gefühlte 2 Minuten anhatte, um zu gucken, ob es funktioniert, als ich es mir gekauft habe vor Urzeiten, ist das Ganze doch gar nicht mal schlecht. So. Ich glaube, die anderen hole ich auch gar nicht mehr ein. Ich sehe die zwar, aber immer wenn ich mich nähern will, flitzen die davon, so wie jetzt zum Beispiel, fast 3 Sekunden vor mir. Das ist in einem Rennspiel schon sehr, sehr viel. Vor allem, weil, wie gesagt, Fahrerhilfen sind an. Also ich tritt nicht aufs Gas. Das Spiel macht das für mich automatisch. Hätte ich eventuell ausschalten sollen, weil ich sowas absolut nicht leiden kann in Rennspielen. Da kriege ich das Kotzen bei. Aber gut. Dann ist es halt so für dieses Mal. Okay. Also, ich habe meine Zeit zum Vordermann minimiert, aber ich glaube trotzdem, dass ich den nicht mehr einholen werde. Jetzt habe ich sie wieder vergrößert. Ja, schön. Aber ich bin 10. Wieso auch immer. Habe ich was verpasst? Das ging gerade an mir irgendwie vorbei, aber ich bin 10. Jetzt muss ich nur noch als 10. ins Ziel kommen.
was hoffentlich funktioniert. Obwohl, ja doch, müsste klappen. So. Ja, 10. geworden. Fahrzeugmodelle sehen recht schlicht aus, aber trotzdem besser als bei den anderen beiden Formel 1 Spielen. Jo, 10. Platz. Naja, das ist also Formel 1 World Grand Prix von Ubisoft fürs Nintendo 64. Nächsten Dienstag gucken wir uns den zweiten Teil an, der ist nochmal ein bisschen besser. Hier könnt ihr zumindest nochmal einen Replay gucken. Und mit diesem Replay, denke ich mal, beende ich diese Let's Play Nintendo 64 Folge. Hoffe, dass ihr schön mitdiskutiert über das Spiel. Und vielleicht melden sich ja hier die ein oder anderen Formel 1 Experten dazu und können ein bisschen mehr ins Detail gehen bei dem Spiel. Würde mich echt freuen und mich auch interessieren, weil ich da wie gesagt nicht viel zu sagen kann. So, mit diesen doch sehr schönen Szenen aus dem Replay verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.